Okay. Okay. Hey Leute, wie gesagt, ne, falls brenzlig wird, dann verkaufen wir einfach Pietro. Nein, wir verkaufen nicht. Wir haben ja einfach unser Auto. Okay. Das ist also sein Vergehen. Es ist wirklich so. Wir haben nichts damit zu tun. Ich hoffe, er ist noch da. Ich sehe kein SUV mehr. Ich sehe auch kein SUV. Mann? Gibt vielleicht ein kleines Problem. Was denn? Der Tank ist fast leer. Oh mein Gott. Ach. Das reicht noch. Ich habe mal so eine allgemeine Frage, ja? Ich würde gerne in diesem Land ein Richter werden. Kennen Sie jemanden, woran ich mich so ein bisschen orientieren kann? Nochmal bitte. Ich würde gerne den Richterberuf an so quasi machen. Wissen Sie, wo ich mich da bewerben kann? Wer sind denn Sie überhaupt? Oh mein Gott, Ich gehe jetzt nicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten mit, deswegen. Wie mitgehen? Der denkt sich, was will der von mir? Hm? Der Herr? Verzeihung. Kommen Sie einfach mal mit. Ich weiß nicht. Kurz meine Begleitung mitnehmen, ja? Kann nicht laufen, gerade. Hörst du mich? Hast du ein Funkgerät an? Okay, Pietro, wenn du ein Funkgerät an hast, ermittel, ob er ein Richter ist. Sag mal, holla die Waldfee, geht's mir gut? Okay, hat sein Funkgerät nicht an. Okay. Warte, ich funktioniere. Schreib ihm ein SMS. Oh Kacke. Es tut mir leid, ich steig sofort wieder aus. Sorry, es war ein Versehen. Heilige Scheiße. Also, Sie können mich auch nach meiner Nummer fragen. Sie müssen nicht einfach einsteigen. Sofort raus! Das tut mir leid, verdammt! Ich will gar nicht! Fahr doch einfach ein Stück weg, du Blödmann! Mann! Leo! Ich kann das nicht mehr. Ich kann... So nah war ich noch nie an der Frau. Ach. Meint ihr, sie steht auf mich? Ich schreibe Pietro ein SMS. Hab ich schon. Okay, er soll in den Funk kommen, ja? Sag mal, die Waldfee, wenn du im Funk bist. Ja, also, Okay. Sind Sie quasi Richter oder wie kann ich mich. Was? Sie sind State Attorney. Hat er es jetzt geschrieben? Okay, ja. Das ist ein Richter. Wie ist. Nee, ein State Attorney. Kann man sich das ist das nicht so wichtig? Haben Sie da zufälligerweise. Ja, kann ein Staatsanwalt auf die Akten zugreifen? Ja. Aber Sie sind ja kein Richter. Okay, er ist kein Richter. Das ist ein Staatsanwalt in Ausbildung. Ja, den haben wir nicht gebrauchen. Der ist scheiße. Kann man den aber verwenden? Blaue SUV ist ja nicht hier. Wir brauchen die ihn werden nicht. Ja, wir ihn ab. Die werden ja wohl nicht die Schrottkarre da drüben ein, oder? Nee, ich glaube nicht. Kann auch sein, dass er sein Auto eingepackt hat. Nee. Pietro ist jetzt Funkbar. Er ist noch nicht im Funk. Oh. Oh, da ist ein Richter. Okay, Pietro ist im Funk. Jetzt kommt der nächste hier raus! Raus! Sofort raus hier! Okay. Ist auf der Government-Seite? Sind da vielleicht Bilder von Anwälten? Richter? Nee, nur Anwälte. Telefonierst du gerade mit ihm? SUV. SUV. Ist der blau? Weiß ich nicht. Dunkel. Könnte blau sein. Da sitzt aber jemand dahinter, oder? Vielleicht seine Fahrerin. Nee, also ein Herrfahrer ist das nicht. Ja, nee. Jong-Hosan, die kann nicht irgendwie was Wichtiges sein.
Was mit denen da rechts? Die sind noch irgendwie. Der hat weiße Haare, der sieht wichtig aus. Das ist doch mein Anwalt. Das ist mein Anwalt. Wollen wir dem hinterherfahren? Oder nicht? Nein, mein Anwalt geht gerade rein. Nein, ich meine dem, der gerade eingestiegen ist, das ist auch wichtig. Nein, scheiß auf den, ich komm nicht, das ist ein FIB, glaube ich. Ich glaube, Leute mit weißen Haaren sind immer Richter. Weil die so, ich glaube nicht, dass er weiße Haare hatte. Okay. Oder das war dieses Licht. Achso. Das stimmt, Onkel Stuba mit zu Hause war auch Richter. Sie hatte auch weiße Haare. Wir fahren aber regelmäßig. Mit dem. Guten Tag, Anwälte. Okay, sie sind wirklich Anwälte, sonst hätten die gesagt, ich bin kein Anwalt, ich bin Richter. Ja. Die hätten direkt uns gezeigt, wo die sind, also wo deren Position ist und so. Richtig. Schau mal um. Okay, ist informiert. Wer ist informiert? Eventuell kommt gleich einer vor. Hat mir Leute geschrieben. Eventuell ist keine gute Angabe. Soll ich mich woanders hinstellen? Ich hab geschrieben, wie sieht der aus? Ja, lass mal. Park mal so, dass wir Eingang sehen können. Aber hier, wo auf diesem Binnenparkplatz, oder? Ja, aber hier können wir auch die Leute sehen, ne? Wenn wir um die Ecke ihn mitnehmen. Ja, rückwärts. Ist egal, wenn er hier hochkommt, dann sehen wir ihn doch so oder so. Nein, jetzt müssen wir alles beobachten. Aber dann können doch uns alle beobachten. Nein, Mann, denkst du, die beobachten uns? Wir gehen nach hinten. Die Batterie deines Funkgeräts ist leer. Die Batterie meines Funkgeräts ist leer. Du laberst scheiße. Test. Nee, ist weg. Hast du mich gehört? Also ist leer. Ist egal. Ich mach mal. Du musst wichtig. Du machst sofort aus. Hab ich schon. Okay. Was ist das für ein Schrottfunkgerät? Guten Tag, Herr Anwalt. Er ist der Herr Bieler. Achso. Guten Abend. Ja, vielleicht sollten wir nicht jeden auf uns aufmerksam machen, dass wir bereits hier stehen und lauern. Wir chillen nur. Wollen wir aussteigen und so tun, als würden wir reden? Naja, Lisa, komm. Kann er nicht an der FIB-Laufakte zugreifen? Nein. Also ich glaube nicht. Wobei doch. Soll ich einfach mal Inge fragen? Also FIB kann doch alles, oder? Stimmt. Soll ich mal Inge fragen, ob das unbedingt ein Richter sein muss? Wenn nicht, dann können wir Agent Whiskers fragen. Ja. Er wird doch nicht sagen, wer da ausgesagt hat. Nicht fragen, wir werden ihn aber, er hängt. Also wir haben eine Beziehung. Das heißt, wir könnten theoretisch zusammen mit ihm uns ein Treffen vereinbaren, also nur ich. Aber ihr seid dabei. Ich sag ihm das nur so und dann nehmen wir ihn hops. Aber du der kennst Mann, einen FIB-Agent und du sagst die ganze Zeit nicht. Ich habe auch. Aber der war doch letztens bei uns im Auto und er hat gesagt, ich schlag euch den Kopf ab. Ja. Also der hat keinen Schiss. Der fickt uns, wenn er will. Wir fahren regelmäßig Leute, die sehen alle aus wie Anwälte. Oder wie Richter. Das ist bestimmt ein Richter. Oder ein Krimineller. Vielleicht ist es ein Streamer. Was? Die ist ja, die ist eher Streamerin als Richterin. Mein Funkgerät ist leer. Die ist Streamerin. Wie leer? Mein Funk auch? Ja, mein Funk ist leer. Ja, dann ist auch. Dann brauchen wir ja keinen Funk mehr. Ja, Also der hat gesagt, nö, so rede ich gar nicht erst mit ihm. Warum? Ja, weil er meinen Bauch gesehen hat. Ja, was? Man muss mit Anzug da rein. Was? Ja, aber das ist ein richtig arroganter Wichser. Ganz ich hab ehrlich. Doch gesagt, ich hatte mal Bewerbung. Aber das arrogant. Ist der Typ, ist der das? Ist das die Zielperson? Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie der heißt, aber da ist ein Richter drin. Ja, drin. Okay, Leute, dann machen wir Plan B. Guck mal, da ist ein Doktor. Wir machen jetzt einen Plan B. Da sind aber auch FIB-Leute drin. Wir gehen rein und ballern jeden nieder. Wir haben nur eine Knarre. Ja, ich verteile One-Clicks. Auf gar keinen Fall. Ey, Alter, wir brauchen den Typen lebend. Okay, ja mach. Ganz ehrlich, was ist denn, wir brauchen den lebend, Alter, das ist ja das Ziel. Was mit dem da hinten? Mit wem? Ja, ne, Sylvie, sollen wir den einfach mitnehmen auf Glück? Nein! Können wir es nicht eher mit diesem Agent versuchen dann?
nehme niemanden auf Glück mit. Ja, das ist eine gute Idee. Ich frag mal. Was ist das? Na, hätte ja sein können, dass das irgendwie ein Richter ist oder so. Okay, wisst ihr, welches Auto er... Ja? Hat er wahrscheinlich eingeparkt. Ah, Wichser. Ah, oh, geh nicht ran. Meint ihr, ob Anwälte stehen noch in Kontakt mit Richtern, oder? Staatsanwälte auf jeden Fall. Ja. Warte. Hast du vielleicht irgendeinen Typ, der aber für dich steht und der alles für dich macht? Ja, deswegen. Aber Petro, geht doch einfach rein und zieh den Hebel vom Feueralarm. Du müsst noch raus dann. Und den Gewusel schnappen wir uns den. Oh, nee, der telefoniert. Oh, okay. Wir müssen... Oh, warte mal, kann ich... Ich arbeite doch bei Weasel News als Journalistin. Kann ich nicht einen... rausholen? Du wirst definitiv dann dabei... Also wenn du das machst, deinen Job verlieren. Ja, das möchte ich ja noch nicht. Vielleicht ist aber warum, es wenn ich sage... Wert. Aber... Was, wenn wir sie einfach mit rausschleppen? Aber also mitnehmen. An. Hallo? Angerufen. Ja, und zwar, ich hatte nur eine ganz schnelle Frage. Haben Sie Kontakt zu einem Richter? Ja. Einen engen Kontakt? Kommt drauf an, was brauchen Sie denn? Und zwar bräuchte ich ein paar Antworten, da ich ja Journalistin bin und gerade auch beruflich unterwegs bin. Das solltest du nicht tun. Ich wollte fragen, ob ein Richter gerade Zeit hätte. Das mal für Sie erfragen gehen, ja. Das wäre sehr freundlich. In was für eine Richtung soll das denn gehen? Ist das der Richter oder ich möchte das den Berufsfeld als Richter gerne beschreiben. Ich möchte den Leuten gerne den Beruf näher bringen. Nee, der hat einen schwarzen Anzug an. Gut, ja, dann warten Sie einen Moment. Dankeschön. Und mit diesem Anruf hast du deinen Job verloren. Ist doch egal. Aber wenn ich mich mit ihm treffe. Ja, vielleicht nehmen wir sie mit, Geisel. Mäßig. Ja. Also, sie ist die ganze Zeit auf Huckepack auf dem Rücken des Entführers. Nehmen wir den Entführer mit als Geisel. Und plötzlich hat der Entführer einen Sinneswandel, schmeißt Melody auf den Boden und nimmt den Richter mit. Ja? Ey, hör mal zu. Am Ende ist das nicht unser Problem. Ja? Na gut. Melody tut es für uns. Gut, aber Melody sollte sich nur im Klaren sein, wie die Konsequenzen aussehen. Ach, no risk, no fun, ganz ehrlich, ja. Na gut. Sie war schon im Knast. Also von daher... Ich kann mir auch einfach meinen Rollstuhl geben. Ja, stimmt, das könnte ich auch machen. Ja, bitte. Achso, jetzt? Ja. Es macht mich so wahnsinnig wütend, dass wir keine Ahnung haben. Warte. Was? Bitte? Das? Der Fahrstuhl. Das ist doch dein Rollstuhl. Melody, ein Rollstuhl ist kein Skateboard. Du solltest nicht auf Autos fahren. Wäre eine gute Idee gewesen, wenn es der SUV gewesen wäre, aber das Bettmobil ist das falsche Auto. Was machst du da? Die fährt schon wieder aufs Grün, oder? Rollstuhl fährt man nicht auf Rasen. Das ist keine gute Idee. Das ist aber ein krasser 50-50. Ich hab doch gesagt, mit Rollstuhl fährt man nicht auf Rasen. Es hat aber cool ausgesehen. Ganz ehrlich. Pack doch deine Mittel aus. Mann, diese Klapprollstühle sind gemeingefährlich. Okay. Trotzdem dumm von dir. Willst du jetzt die Treppe runterfahren? Aber mach einen Kickflip dabei. Macht die da? Wir hätten sie nicht mitnehmen sollen. Soll ich dich mal mit dem Auto anschubsen? Naja, sie ist vielleicht die Lösung jetzt gerade. Oh Mann! Ach, hier. Ja, Leute, das sollte es noch...
Du hast einmal eine linke Hand und eine rechte Hand. Damit rollst du. Kaputt, ich, da geht nur noch ein Kreis. Das ist doch kein elektrischer Rollstuhl, hä? Du bewegst ja auch nur eine Hand. Ganz ehrlich, ich werde gleich schleichend gehen. Dann seid ihr dafür verantwortlich, wenn ich dann immer wieder ins Krankenhaus muss. Ich dachte, du darfst am Samstag wieder gehen. Okay, okay, dann können wir jetzt darf ich auch nochmal uns auf unsere Mission konzentrieren. Also die Leute, die Sache ist, wie kriegen wir ihn jetzt raus? Also er wird das Interview in dem Gebäude führen. Warum sollst du denn raus? Okay, Moment, ich muss wissen, woher er. Sag mal, ich muss wissen, ob der Typ da drin ein Auto hier draußen hat. Wieso? Ich habe eine Idee. Wieso nehmen wir nicht irgendeinen Anwalt als Geisel und er soll dann den Richter anrufen und den rauslocken? Naja, nee, das wird wahrscheinlich so enden wie beim letzten Mal. Dass wir einfach nur verarscht werden. Kann man nicht erfragen, wann die Feierabend haben und rauskommen? Nee, das würde ich nicht. Das ist viel zu lang. Ich hasse solche Sachen. Die sind immer so langwierig. Okay, wir brauchen eine schlüssige Option, wie wir jetzt eine Person dort rauslocken. Wenn es nicht das Auto ist, was ist es dann? Auto hat er wahrscheinlich eingepackt, weil eben waren hier noch deutlich weniger Autos und auf jeden Fall günstigere Autos sind. Was könnte man noch machen? Wir könnten... Wann rennt er raus? Wenn man was tut? Ich glaube, solange wir nichts Persönliches über ihn wissen oder haben, dann wird das nichts. Wir könnten eine Suicide-Mission daraus machen. Heißt, Stefano rennt rein, maskiert, holt sich den Typen und rennt mit ihm raus. Und wir fahren direkt weg. Ja, und so viele FIBs lassen mich auch laufen. Na, du musst nur zu ihm kommen. Und wenn du ihn erstmal... Wie heißt er denn? Ist das Nathan Forrester? Aber die werden sofort das Auto verfolgen. Da haben wir keine Chance, zu entkommen. Naja, das ist die Problematik. Die rufen ihn an und sagen, wir sind aufs Dorf vom Golfklopper und der wird rausgeschmissen. Deswegen müssen wir dringend mit ihm reden. Okay, warte. Ich glaube, ich habe hier sein Profil. Er heißt Nathan. Das ist so ein Geleckter mit Anzug, richtig? Dunkle Haare, so gräuliche Haare hat er. So nee, der hat braune Haare, nee, den das ich hier habe. Ja, ja, Judge Forrester. Heißt er Forrester mit Nachnamen? Ja, Nathan Forrester. Das ist er. Dann sag doch einfach, hey Nathan, ich hab dir hier draußen eine Überraschung. Setz dich doch mal in diese Chevrolet. Ja, hört sich überhaupt nicht sass an. Ja. Also wirklich. Sehr schlau von dir, Lenny. Dankeschön. Wie heißt der Forrester, oder? Forrester. Ach, Forrester. Nein, mit einem R. Das ist schon sehr widerlich, der Typ. Nee, das ist er aber nicht. Ja, hallo? Ja, wo sind Sie denn gerade? Ich bin gerade vom DOJ. Geh nach vorne. Ja, vielleicht kommen Sie dann einfach mal rein. Okay, nein. Ich komm rein. Du willst Bilder machen beim Ententeich dort, weil du, keine Ahnung, für die Ästhetik... Sag doch mal, was Bilder vom DOJ. Vor dem Gebäude, vor dem Schild. Okay. Vor dem da. Auf ungefähr 2 Uhr. Siehst du das Schild? Das da? Das da hinten, ja. An der Wand. Hinter dem grünen Uhr? Auto. Alter, das ist ein echt Parkenschild. Melody, lock ihn erstmal raus. Okay. Wenn du das schaffst, heirate ich dich, Baby. Let's go. Wollte ich sie begleiten? Nein. Wieso kannst du auf einmal laufen? Weil die seit Samstag schon laufen kann. Die verarschen uns. Ich nutze das aus. Ach so. Die wollte einfach nur gern getragen werden. Was? Ist das widerlich? Alter, hab dann hätten wir doch gesagt. Gar nicht die Scheiße machen sollen. Ja, hab ich dir auch gesagt. Was zum Teufel machen wir? Ja, wirklich, ne? Ansonsten ein Kinoabend, ja. Okay, Pietro, du solltest dich vielleicht auch mal in dein Auto setzen. Ja. Und Johnny, du sollst vielleicht vorne sitzen, damit ich ihn dann hier hinten... Okay. Ja, das auch. Ja, ich kann gar nicht abnehmen. Ich muss wirklich... Okay. Lass mal den Stuff machen. Okay, Leute. Jetzt oder nie? Und ihr versichert mir, ihr seid Profis, ja?
Ja. Na, hoffentlich kommt mein Vater in den Land retten. Dann kann ich dem mal ein paar Tacke zählen. Wer ist dein Vater? Na, der hat doch hier, der hat so eine Sendung gehabt. Da war der Detektiv auf Hawaii. Yes. Und der wohnt hier in Los Santos. Der muss da wegpacken, ich sehe nichts. Sonntag, da habe ich aber Farmstream. Ey. Ja? Sag den Typen neben dir, da ist Halterverbot. Ach, gut. Ja, habe ich ihn gerade per Gedankenübertragung gemacht. Das war effektiv. Sehr schön. Nee, 12 auf gar keinen Fall, Leute. Nee. Ich muss überlegen. Ich wette, es sind schon drei Richter reingegangen und wir wussten das nicht. Melody sagt, der kommt nicht raus. Warum? Ich glaube, der ist hartnäckig. Ey! Wollen wir einfach reinwaschen und den rausholen? Du bist ja der Einzige mit einer Knarre. Wir werden das von umgeballert. Mit der Knarre, ne? Wir können auch jeden Einzelnen hier entführen und dann immer alle Leute fragen. Wollen wir alle Einzelnen entführen und dann einsperren, bis die Jail leer ist? Jeden einen sauberen Kopfschuss in die Grube rein, bis wir irgendwann den richtigen haben. Aber wir sollten sie schon leben lassen. Das ist ein blauer SUV. Warte, Peter ruft an. Ist er das? Ja. War das denn gerade ein blauer SUV? Ja. Nee, aber Melody redet gerade mit ihm. Das ist ein anderer. Okay, ja. Gut, ich sehe sie gerade noch nicht. Melody meint, die hat mir geschrieben. Ist das Forrester? Heißt der so? Ja. Melody meint, der kommt nicht raus. Der zwingt uns reinzugehen, Digga. Kommen wir da irgendwie weiter runtergefahren, dass wir den schneller dort einpacken können? Von der anderen Seite vielleicht, oder? Das Problem ist, der verlässt sein scheiß Gebäude nicht. Was ist, wenn du ein Gespräch mit ihm bittest? Also ich meine, ich habe irgendwelche Leute mit Marken gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die eine Waffe haben. Aber die Gefahr ist groß. Und du weißt ja selbst, dass manche ein bisschen rumzinken von wegen, muss das jetzt sein, nach dem Motto. Wie muss das jetzt sein? Wenn ich ihn als Geist nehme, bin ich wieder als Geist. Bist du nicht dumm? Ja, guck, überleg doch mal mit der Banks vor 2 Tagen. Da ja, auch der war dumm. Ja, ihm. Und vielleicht sind sie auch dumm. Der Pech gehabt, dann schieße ich denen deren Kopf weg. Ja, dann ist der ganze Plan aber im Arsch. Ja, Pech. Dann gehe ich halt kann das für ein paar Hafteinheiten und dann komm wieder raus. Und dann lebt er nicht mehr. Fertig. Vielleicht ist ja dieser Nathan Forrester sein Sohn. Können wir den nicht irgendwie damit bedrohen? Wir haben Telefon. Hey, wir haben deinen Sohn. Melody hat bestimmt, der hat gleich Feierabend. Was heißt denn gleich? Ja, Definition gleich ist, es ist 23 Uhr. Warte, schreib sie, warte. Ich mache Interview. Digga. Was für Interview? Ich mache Interview. Ich das ist ja schön, dass sie ein Interview macht. Ich glaube, die helfen ihr nur bei ihrer Karriere. Sie soll sagen, wie er heißt. Ey! Was macht? Bist du doof? Spuck sie an, Digga. Fahr ihr richtig rein, Danny. Fahr hier richtig rein. Nein, tu mir nicht. Wir sind nicht in. Nein, doch nicht, Lenny. Lenny, doch nicht! Oh, Lenny, tu es! Okay, was denn jetzt? Tu es, Lenny! Lenny, da kommt der Richter dann raus. Ich glaub nicht. Tu es, Lenny! Los, Lenny! Lenny, tu es! Los, Lenny! Gib Gas! Los, Lenny! Oh Gott, guck mal! Ich dachte, er hat wirklich die Eier. Hat doch funktioniert. Die haben sich in die Hose gemacht. Lenny hat keine Eier. Ja, Lenny hat keine Eier. Gut, park hier. Ich dachte, wir wollten Richter einführen. Ich kann doch jetzt hier keinen Massaker veranstalten. Also jemand überfahren, also das wäre nicht meine Sache, ganz ehrlich, ne? Jemand aufzufordern dafür. Das würde ich selbst machen. Ich gehe kurz in das Gebäude. Ich komme gleich wieder. Wie siehst du denn aus? Anders. Ey! Was denn? Ein Bowler fährt er.
Ein was? Ist nicht schlimm. Okay. Ein Bowler. Was ist denn ein SD? Bowler? Das ist ein Bowler. Nathan Forrester ist er. Ja? Ja. Ja, das ist ja deine Schuld. Ja, das warte. Ist ja, sag ich doch. Warte mal, ich muss mal Pietro auflegen. Warte. Ich schreib noch. Blau ist sein Lieblingsfarbe, arbeitet als Junge, was interessiert mich das? Gleich schreibt ihr noch einen Artikel über den, das ist doch Quatsch. Ja. So, Ladies, wir können das bestimmt glaub, anders das regeln, ja? Aber ich habe gerade was Wichtiges zu... Psst, komm her. Tu so, als würdest du Geld erwähnen. Hinter mir. Okay, wie sieht's aus? Also, der hat gar nicht die Anstalt gemacht, irgendwie rauszukommen. Nö, Fotos können wir auch oben machen. Also, der war sehr, sehr eigen, sehr, sehr sachlich und streng und ruhig. Aber er meinte, er arbeitet also meistens zwischen 20 und 23 Uhr, also wirklich Feierabend machen. Und der fährt einen Bowler SD, ein Auto. Er ist Nathan Forrest und blau ist seine Lieblingsfarbe. Ja, was interessiert uns das, seit wann er hier arbeitet? Wenn er Feierabend macht, weiß ich nicht, ob es so eine gute Idee ist, ihn noch mitzunehmen. Wieso nicht? Wollen dem hübschen Mann noch nicht seinen Schlaf rauben? Ist mir doch scheißegal. Hä? Junge, denkst du, mich hat das so eine Pendel? Oh Mann, ich glaube, das wird nix. Ja. Du sollst mal husten, Mama, ne, ja. Das solltet ihr auch. Nee, alles ja. Ja, es ist fail. Heute ist für die Katz. Hey. Ja? Also ich glaube, dass er jemand ist, der nicht freiwillig mitgeht. Wollen wir einfach rein und den einfach mitnehmen? Ich glaube, der kommt nicht mit. Ja, wie er kommt nicht, wenn ich ihn mit Waffen bedrohe? Ja, also kann gut, nein, vor Ort auf. Wenn sie das so sagt, dann sagt sie das so. Ist egal. Ja, ich weiß, was sie meint, aber das ist doch voll... Das ist ein Bonbon. Ja, wir haben alle ein Problem. Ah, okay. Ich glaube, wir sollten es mal bei den Agent versuchen. Ich habe eine Idee. Ja. Die nette Dame da vorne, Staatsanwältin, wenn wir zur Not den anderen dann machen sollten. Wilson. Whiskers. Das zwischen uns beiden, das lief das letzte Mal nicht so gut. Was wollen Sie denn jetzt? Haben Sie sich Gedanken über meine Worte gemacht? Das habe ich. Ich will mich entschuldigen. Das tut mir leid. Das war blöd. Kommt nicht wieder vor. Ich habe daraus gelernt. Und fast hätte ich eine Kugel ins Gesicht gedrückt. Hätte nicht sein sollen, wollte ich auch nicht. Und Gott sei Dank ist es nicht eskaliert. Ja, das stimmt, da sagen Sie was. Sonst wären Sie jetzt tot. Ja, das stimmt wohl. Ja. Ja, wenn Sie mal Zeit haben, sich treffen, reden oder so, können Sie ja Bescheid sagen. Ja? Ich kann mich am Arsch lecken. Okay, dann halt nicht. War ja nur eine Idee. Aber was trinken gehen unter alten Freunden, aber wenn nicht, dann nicht. Gut. Sie haben mir noch nie etwas ausgegeben. Ja, wer hat Ihnen das indoktriniert? Was? Dass ich mit Ihnen irgendwie was machen will? Dass Sie mit mir jetzt telefonieren wollen. Soll ich doch? Niemand. Ich wollte mich einfach nur bessern. Haben Sie was genommen? Nein, habe ich nicht. Hat Ihnen Ihr Manager das gesagt? Vielleicht, aber auch ich aus Eigeninitiative habe jetzt für mich entschlossen, es wäre besser, lieber mit Leuten gut zu sein als schlecht. Da sagen Sie was, ja. Das kann Ihnen immer nur weiterhelfen. Sehen Sie? Also wann geben Sie mir was aus? Ich denke mal drüber nach. Na gut. Bis dann. Bis dann. Was ist los? Ich habe versucht, Agent Whiskers zu einem Treffen zu holen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob er in die Akten sehen kann. Warte ganz kurz. Ja? Ich ruf jetzt die Oma an. Ja, heute. Ja, es, ja. Eine Frage. Ja.
kann irgendein Anwalt, ne? Staatsanwalt oder sonst ein irgendein Anwalt. Oder FIB, ne? Ja. Können die Akten einsehen? Ja, die können alle Akten, also die können alle Akten einsehen, außer Anwälte auf Anfrage, ne? Wenn du, wenn das dein Anwalt ist. Ja, ja, aber theoretisch können alle Akten ansehen, ne? Nee, Anwälte nur die, für die, die freigeschaltet sind, wenn die dann Mandanten haben. Und Staatsanwälte? Und Staatsanwälte? Die können alle Akten sehen, genau wie Sekretär. Warum sagt sie das nicht? Erst nach dem Fall oder auch während des Falls? Erst nach dem Fall oder auch während des Falls? Auch während dem Fall. Manche FIB-Akten sind nicht für Officer oder so freigeschaltet, das gibt's auch. Verstehe, verstehe. Du warst ja da Sekretärin, ne, du Geile? Ja. Kannst du auch gucken? Ja, ja, ich konnte als Sekretär, kann man auch gucken. Aber Stefano. Ja. Hallo? Ja. Bist tot? Ja, und ja. So. Nee, ich lebe. Ich dachte Herzinfarkt oder so. Bist ja schon 80. 73. Ja, was auch immer. Erzähl. Frauenmarkt erhalten. Ja. Stefano, was ich. Also, du musst wissen, die im DOJ. Ja. Die dürfen nicht korrupt sein. Ne? Juck mich doch nicht. Kugel auf den Kopf und fertig. Also in den Kopf. Ja, genau. Und dann am besten einen von den Sekretärs, den Garcia, kann ich sowieso nicht leiden. Das ist so einer mit schwarzen Haaren und Brille. Der steht da vorne. Sekretär. Wie heißt der? Garcia heißt der. Garcia. Wo steht der? Nee. Was? Nee, ja, nee, ist der Fall. Hat der so, so ein bisschen längere Haare in schwarz nach hinten gegielt? Ja, ja, ja. Rotes Oberteil, weiße Hose. Okay, der, ja, weil die dürfen nicht korrupt sein, verstehst du? Du musst das anders regeln, ne? Es geht die ja nicht Fragen, um Korruptheit. Ich krieg sie einfach weg. Die dürfen nicht korrupt sein. Ja. Also wenn sie das nicht machen, was ich denen sage. Ja, 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 ja. Hä, ja, mach das. Ja. Ich bedrohe die doch, so. Aber der Garcia, bei dem haben wir gute Chancen? Frag mal so. Aber ja, bei das den, ist bei natürlich dem nur ein Späßchen. Aber bei Garcia ja haben wir bei den guten machen. Chancen, oder wie? Was? Bei Garcia haben wir gute Chancen, oder wie? Ich kann ihn nicht leiden. Ja, aber glaubst du, frag mal, glaubt sie, dass er uns was sagt? Glaubst du, der würde uns was sagen? Der wurde schon mal als Hund Gassi genommen. Nee, der wird wahrscheinlich nichts. Die brauchen ja immer einen Aktencomputer, weißt du, um da reinzugucken. Und dafür müssen die immer ein DOJ sein, ja? Ja, oder ein Polizeiwagen. Die haben, glaube ich, immer so einen Aktencomputer im Wagen, ne? Verstehe. Wir können auch Bullenakten ansehen? Ja. Ja, wieso? Okay, ja, oh gut. Ja. Alle Akten? Ich danke dir dann. Ja, sehr gerne. Frag doch erst mal. Alle Akten, alle? Alle Akten, oder was? Alle Akten können die sehen? Ja, außer die, manche spezielle Akten vom FIB sind nicht freigegeben. Ja, das ist ja, keine FIB-Akte. Doch, das ist kann FIB. Kann das FIB auch alle sehen? Gut. Aber FIBs können auch alles sehen, ne? Ja, die können auch alles sehen. Okay, alles klar, gut. Ja, ja, gerne. Danke dir, die besten Chancen. Ja, dann ruf doch hier deinen Officer Schappi an. Was? Hier ist doch irgendwas mit Hundefutter. Okay. Der kommt doch bestimmt direkt mit einem Auto, was Computer hat und so. Wilson. Agent Whiskers. Ach, Sie schon wieder. Was mir wollen ist langweilig. Ich doch. Lassen Sie Whiskers. Uns treffen und irgendwie ein bisschen über unsere Zukunft reden. Ich habe das Gefühl, dass ich vielleicht doch noch die eine oder andere Chance hätte, bei ihm wieder im FIB anzufangen. Sag, du hast Informationen über Drogen oder so. Ich habe Informationen, die könnten Sie interessieren. Ja, warum Sie lachen ja Sie so? Über die Snowman-Droge. Heute zum ersten Mal zum Lachen. Ich musste heute schon 6 Anti-Stress-Kapseln futtern. Und jetzt kommen Sie mit dieser. Ja, verziehen Sie sich mal bitte ganz kurz. Kommen Sie mal mit dieser Idee. Also was ist denn jetzt? Lady, kommen Sie mal kurz mit. Das ist ja wirklich, also. Also. Wollen Sie mir noch erzählen, dass Ihr Manager auch Sonderermittler werden will, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Er ist für nichts zu gebrauchen. Ah, ich hätte sie nur im Doppelpack genommen. Ah, du hättest da vielleicht so ein Nachkommensgenie, welches auch beim FAB anfangen könnte. Vielleicht habe ich ja die eine oder andere Information. Ja, welche denn? Na, sagen Sie mal. Die betrifft Björn. Ich will das nämlich aber zum Essen einladen. Nein. Ich lade Sie zum Essen ein. In Ordnung. Gut, wo wollen aber wir uns heute nicht mehr. Okay, dann anderen Mal. Alles klar. Sie haben gar keine Informationen. Nein, das muss jetzt funktionieren. Ich habe Informationen.
Ja, welche denn? Dann sagen Sie doch mal. Er kriegt doch Whisky. Ich sag Ihnen gar nichts. Ich will es schön machen. Ich will Ihnen gegenüber sitzen und das wie in so einem geilen Film haben. In einem geilen Film. Ich glaube, Mr. Laster, Sie heben langsam ab. Wieso? Sie denken, Sie sind unbesiegbar. Sie haben gestern eine Officerin einschließlich mir entführt. Vorgestern. Klugscheißer. Und jetzt jedenfalls kommen Sie jetzt mit Anwandlung, dass Sie wieder für das FIB arbeiten wollen. Sagt was Informationen über den Drogendealer mit dem Snowman. Weil es gibt die Snowman. Ist das für realistisch? Ja, weiß ich nicht. Wenn die Informationen gut genug sind, dann ist alles möglich. Wissen Sie was? Machen Sie sich doch mal Gedanken und inszenieren Sie einfach einen schönen Ort. Und okay. Wenn es soweit ist, dann sagen Sie mir Bescheid. Ich habe einen. Romantischer Ampir. Wo denn? Romantischer Ampir. Ampir. Oder eine verlassene Holz. Weil seine Augen so schön glitzern in der Sonne. Oder eine verlassene Holz oben im Norden. Wie wär's? Oder am Staudamm, dass ich sie versenken kann. Ja, soll er kommen, jetzt, wenn er Eier hat. Ja, wenn sie Eier haben. Da können wir auch hin, ist auch schön. Ich denk mal drüber nach. Nein, jetzt! Nein, jetzt, wenn denn! Gut. Sag ihn, du willst ihn. Ich will jetzt. Du träumst von ihm. Ich träum von ihm, Whiskers. Ich will's jetzt. Sag, du hast Bock auf ihn. Ich habe richtig Lust. Du willst den Jarak. Okay, wer bist denn du, Alter? Was denn? Der wird's riechen. Er soll jetzt kommen, Mann. Sie sind unangenehm. Oh, Mann. Oh, ja, gut, dann halt nicht. Ach, gib doch nicht auf. Gut. Dann noch einen schönen Abend. Sie sich. Bis machen dann. Machen Sie doch mal irgendwas Gutes. Ja, ja. Sowas wie Eis oder Smoothies am Stadtpark kostenlos ausgeben und so. Ja, na klar. Entschuldigung. Und eine Schultermassage. So mache ich das. Bis dann, Agent. Was? Was? Ja, der Herr mit den grünen Haaren. Sie wollten doch irgendeinen Richter für einen Geburtstag haben. Ja, aber meine Freundin irgendwie mit einem Hammer schwingen möchte. Wie einen Hammer schwingen? Ja, weil die hat so einen Kink halt. Ja. Ist der Richter hier oder was? Nein, ja. Aber ich habe drinne ja. Vielleicht doch. Bist du Richter? Ja. Warum kommt die Polizei? Ah, cool. Wollen Sie mal einen Hammer sehen? Warte, was ist denn jetzt? Was ist denn Hammer? Ich entferne mich schon. Naja, der Hammer des Gesetzes. Ja, hier, sehen Sie den Hammer. Ich dachte, der holt jetzt seinen Schwanz raus, Alter. Oh. Was ist denn hier für ein Menschenauflauf? Hallo? Entschuldigung? Das ist nicht möglich. Ich bin ja verpflichtet, Urteile zu fällen. Da kann ich nicht auf privat feiern. Kann ich Ihnen helfen, guter Mann? Ich wollte fragen, was ist denn hier los? Aber Sie haben ja noch nicht gefragt. Achso, Danny, komm mal kurz. Was ist denn hier los? Wir schauen einfach nur, dass es dem Richter gut geht. Die machen den Job eh nicht richtig. Okay, alles pfeifen. Sehr gut. Keine Chance, Junge. Oh Mann, wir sind so. Ey, nee, das macht keinen Sinn, wenn wir 20 Mal den Plan auf dem Parkplatz. Okay, Danny macht Aufstand, die Kopf sind dann abgelenkt und dann schauen wir uns. Hä? Wie Feuer. Ey, es ist so. Ich hasse es. Ich mach das nie wieder. Ich mach einen Plan, wenn er klappt. Ist wie das letzte Mal. Wenn er klappt, dann klappt er. Wenn nicht, dann nicht. Okay, sei ready. Wir holen ihn jetzt. Für den Richter? Ja, Lenny lenkt jetzt die Cops ab. Ja? Und dann stammen wir uns den Richter. In welches Auto denn? Einfach ein Pietros Auto. Wo sind die Masken? Scheiß drauf! Wir ziehen das jetzt durch. Komm, wir machen das jetzt. Ich ruf Pietro an. Das ist scheißegal, wir machen das. Der ist doch mit dem Auto da. Nee, das ist er nicht. Mach die Karre ready. Wir nehmen den jetzt einfach mit. Scheiße, der geht. Okay, Johnny, los. Wollen wir? Nur Einstein, ja. Wir brauchen dich. Ja. Wo ist er hin? Der steigt in das Auto. Ah, der geht jetzt weg. Der ist weg, der Richter? Okay. Oh, Junge, wir haben zu lange gebraucht. Ey, lass dir einen Kopf mitnehmen. Ich kann das nicht mehr. Warum? Wir können einen Cop mitnehmen und der packt heimlich ein Auto im PD aus. Das ist eine gute Idee. Ja. Der ist wieder reingegangen. Ist er nicht ins Auto eingestiegen? Ist egal, scheiß auf den Richter.
So. Es macht, es ist, Hammer. Es ist so dumm, es ist, macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, Junge. Ich bin so, ich. Ja. Na gut. Hab schon wieder aufgelegt. Ich hab keine Lust mehr. Ich mein. Warum sind denn eigentlich so viele Cops hier gerade? Weil die den Richter schützen wollen. Ja, die ahnen safe was. Ja, na klar, weil wir die ganze Zeit hier rumlungern. Ja, und vielleicht, weil wir die ganze Zeit sagen, wir wollen jemanden rauslocken. Ja. Scheint ja nicht ganz geklappt zu haben. Nee. Alter, was war das überhaupt für ein Plan? Oh, mein Schuh brennt. Denken, damit du dir den Anwalt, den Richter schnappen kannst. Aber wo ist der Stefano jetzt? Ja, der ist da drin. Ja, das macht keinen Sinn, Leute. Scheiß drauf. Warum? Es ist sinnlos. Wieso? Nie wieder. Achso, hat's übrigens geklappt. Das mit dem Welpen aus dem brennenden Auto? Nein. Na, schade. Ich hab's versucht. Aber ich kann doch keine Wunder wirken für dich. Ach, nö, ganz ehrlich, ja? Scheiß auf die Weiberwelt. Ich nehme jetzt diesen Sekretär mit, Digga, ist mir scheißegal. Mach das Auto ready, okay? Was ich nehme jetzt einfach den Sekretär mit. Ich nehme irgendeinen Sekretär jetzt mit. Ach Gott. Ja, aber der bringt das doch nicht, wir brauchen noch einen Computer. Das ist doch Quatsch. Mal vorne. Ja, wir können ihn erstmal mitnehmen. Und dann kommen wir. Und danach können setz wir die Maske auf. Okay. Setz die Maske auf, Leute, okay, schnell. Wir warten hier. Wie ist das erste Auto? Bis dann. Na, warte, okay, warte, fuck, genau. Geh zum DOJ. Abfahrt. Warum? Ich habe nur die Kamera. Sag ihn Abbruch. Warum? Man, sie müssen mal stehen bleiben. Das war Widerstand, was sie gerade geleistet haben. Oh mein Gott. Nein, der ist einfach losgefahren. Immer. Was ist denn jetzt los? Ja, das ist ja kein Problem. Die sind nicht wegen uns hier, oder? Die sind sowieso alle unfähig. Guck sie dir doch an, wie sie hier stehen. Alle unfähig. Solltest du nicht in das Auto steigen. Wir nehmen ihn jetzt nämlich mit und die riechen alles, die wissen alles, ne? Wenn du da jetzt was machst. Hey Johnny, wie am besten redest du richtig laut, ne? Da vorne ist eine Anwältin, Staatsanwältin. Bin wieder da. Ja, ich rede nicht so laut, oder? Was passiert hier? Ach, ich habe meine Dinge. Das macht keinen Sinn, das ist so dumm. Oh, ich will einfach. Ey, Stefano geht jetzt. Es ist so dumm. Jeder weiß, es eskaliert gleich. Aber trotzdem machen wir das. Ich hab da keine gute Aussicht für. Also. Guck mal, der hat sich gerade schon das Nummernschild gemerkt. Der hat sich das schon mal aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe komplett den Überblick verloren. Er hat sich schon das Nummernschild aufgeschrieben. Das andere auch schon daneben. Ey. Scheiß drauf, das macht keinen Sinn. Ich glaube immer noch, das Agentending ist die beste Option. Ja, aber heute will er nicht. Ist egal. Dann, kennst du denn nur den? Die anderen sind vernetzt. Wenn ich jemand anderen frage, glaube ich, wird das Ding ins Hintere herausfinden. Aber was ist denn, wenn wir die entführen? Also du sagst, hey, lass uns doch mal auf alte Zeiten irgendwie... Ja, habe ich, aber die wollen heute nicht. Also Agent Whiskers kann ich. Leider. Ja, wie hieß denn die Frau nochmal, die ich da damals hatte? Ah, verdammt. Die war hübsch. Die kann man doch mal fragen. Das müsstest du machen. Wenn es nicht auf mich zurückfällt, dann wird man keinen Verdacht schöpfen. Ja, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Ja. Stefano, ist egal, die wissen alle Bescheid, das macht keinen Sinn, wenn du da jetzt rausgehst. Die wissen alle Bescheid. Ja, die haben die Polizei und so, die riechen das. Außerdem ist nein, das, nein. Ist das DOJ. Nein, die Cops, ich warte, bis sie weg sind hier. Sobald sie weg sind, schnapp ich mir den Hurensohn und komm mit denen raus. Ich werde hinter den Informationen, was auch immer, Tresen, was auch immer. Vorsicht, nicht so nah. Dann seinen Arsch halten und dann würde ich sagen... Du bist jetzt leise und kommst raus, sonst knall ich dir. Sonst baller ich dir. Hey, was soll das denn?
Heidi! Ja. Also. Warum packen sie mich zu? Wartet einfach ab. Ah, okay. Okay. Ich hab nichts gesagt. Also Melody, du wirst deinen Job verlieren, wenn wir jetzt irgendwas machen. Also entweder hältst du jetzt kurz Abstand, wenn er da rausgeht und steigst nicht in unser Auto und bleibst noch hier. Mach ich doch gar nicht. Okay, nur damit du Bescheid weißt. Das ist so fahren hinterher. Offensichtlich nämlich. Ja. Ja, alles gut. Und Stefano wird jetzt jemanden rauslocken, wenn die Polizei raus ist. Das ja, heißt, wisst ihr schon wohin? Nein, das müssen wir gleich durchgeben. Ja, das ist richtig. Ja, eben, fahr doch zu Dings hin. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Weißt du, wo das Richman Hotel ist? Gegenüber vom Golfplatz. Schrecklicher Hotelname. Okay, hör mir nicht zu, ich rede mit dir, du Arsch! Ach so. Du Wichser! Ey, sorry, wirklich. Ich weiß nicht wo, nein. Ich weiß, wusste das mal. Wo nördlich ist das? Nördlich vom Golfplatz. Mhm. Ach ja, ich weiß wo. Okay, ja, gute Idee. Ja, dort rechts neben dem Golfplatz ist quasi diese Einbahnstraße. Okay. Da bei der Erstabzweigung quasi, da ist so eine Baustelle. Okay. Du hast keine Ahnung wo, oder? Nein. Ey, lass uns einfach das Richmond Hotel erstmal anpeilen und dann machen wir irgendwas anderes. Okay. Sonst bin ich überfordert, sage ich so, wie es ist. Beruhig dich, Joni, alles wird gut. Die Cops gehen, das ist kein gutes Signal. Ihr sollt nicht so bei euch stehen. Und wir sollten nicht weglaufen. Hallo, Herr Macarino. Ja, Grüße. Du bist so am Arsch, Junge. Die werden uns instant finden. Das macht keinen Sinn. Ey, Stefano wird in dieser Sekunde gerade die Waffe heben und den Typen Komm, stell dich bis rein. Was hat er? Oh Gott, was passiert? Nimm die scheiß Hände hoch. Oh Gott. Sag, ich werde. Oh. Wie soll ich dir helfen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, dass ich das mal sehe. Alter. Was ist das denn für ein Krimineller? Nehmen Sie den fest! Warum denn jetzt irre. Schon? Was soll das? Ich wollte die Tür klemmt! Ja, die Tür klemmt, du Idiot! Wow. Ja, Mello. Das war halt wohl schon mal die Waffe auf jeden Fall. Alter! Ich liebe das, Petey, die sind immer so schnell. Gott sei Dank waren die Helden sofort zur Stelle. Die Helden ohne Cape, das PD. Ein Hoch auf das PD! Immer dran denken, Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Verlangen Sie nach Henker und Conte. Ich habe das Recht auf einen Anwalt, ich werde nicht reden. Ja. Auch das ist richtig, schweigen Sie. Der muss nicht mal ins Auto steigen, um ins PD zu kommen. Oh mein Gott, Alter, haben wir jetzt gefühlt 2-3 Stunden gewartet, nur damit ist Stefano jetzt einfach das in der Ego in 10 Minuten kaputt macht? Ja. Ich kenn das schon. Ich sehe schon, das läuft bei euch immer so ab, oder? Nein! Manchmal. Spannend auf jeden Fall. Vor allen Dingen in erster Reihe zu sitzen. Hä, aber was hat er gemacht? Hat jemand ein Messer? Ich habe leider gar keine Waffe. Ich hab nur ein Billardkühl, damit kann man nicht viel machen. Ich hab eine Flasche. Warum? Oh nein, ich hab da die vorne ist jemand rausgegangen mit einem Anzug an. Ich hätte ihn jetzt aber spontan auf Rücksitz entführt. Mit der Frau? Ja. Das ist ein blauer SUV, den er verfährt. Ja. Ach. Ja. 2 Minuten länger war. Verdammt. Ah, nee, aber der packt was anderes. Also eigentlich wäre es eine gute Idee, wenn ihr Justus Henker entführen würdet. Nein, der nicht alle haben an Dingens. Was? Aktenzugriff, da müssen wir immer genau gucken, wer nur ja, aber wenn wir ihn holen und dann einen Tausch verlangen. Aber er ist normaler Anwalt, das macht keinen Sinn. Dann können wir die FID. Aber er ist ein Star-Anwalt. Austausch ist immer eine schlechte Idee eigentlich. Okay. Das haben wir das letzte Mal gemerkt. Ja. Ja, das wird nicht mehr viel, ne?
Also das war... Ich glaube, schon spät, ganz ehrlich. Das ist halt echt blöd gelaufen. Das war halt kompletter Scheiß. Muss aber noch eine Sache erledigen. Wie wäre es, wenn ihr das bei einer Richter-Session macht? Bei einer Anwalts-Session da? Bei einem... Wie heißt das? Das könnten wir auch machen. Aber ihr seid doch dicke. Das geht nicht. Das hat sich doch geklärt, oder? Er wird sie beanspruchen, wenn ich es nicht tue. Ich kenne ihn. Du musst. Ja, dann war ich direkt mit Stefan in den Knast. Musst du nicht. Mach schlau, renn weg oder fahr einfach weg. Das kriegst du hin. Aber jetzt. Ich habe noch mit ihm die Wette am Laufen. Er traut sich nicht. Er macht... Oh ja, er macht... Hilfe! Was tun Sie? Denken Sie das Ding weg. Nehmen Sie ihn fest, los! Denken Sie das Ding weg. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wow. Das wow. Gibt es nicht. Wow. Das gibt es nicht. Sag mal. Dreckiger kleiner Egomane. Wirklich, wegen $1000 jetzt nochmal. Die Wette war noch am Laufen und er kriegt es nicht mal hin. Blöder Wichser. Ist der dämlich? Mein Hinterkopf tut mir jetzt weh. Warum hat er das nicht hinbekommen? Ach Mann, du hattest recht. Ich sag doch, weil er ein Trottel ist. Läuft das immer so bei euch? Manchmal. Hey Green, vielen okay. Dank. Dankeschön für den Raid, Mann. Ja, gut. Vielen, vielen Dank. Pietro, fährst du mich nach Hause? Natürlich. Danke. Nach Dioni. Bis dann. Wollen Sie eine Anzeige machen, Gurke? Gurke, wow. Ne, ganz ehrlich, ne, kann ich aber auch schleppen. Wichser. Bis dann. Alles gut? Jonathan, soll ich dich mitnehmen? Alles gut bei dir? Ja. Okay, das freut mich. Nee, geht schon. Bis dann. Okay. Ja? Ey, die ganzen Cops sind doch abgelenkt. Nimm dir jetzt irgendjemanden mit da. Stefano. Ich bin frei. Was? Es ist vorbei. Was ist vorbei? Hab ich mich umsonst geopfert, ihr Witzer? Lass. Dieser Typ, ich hab Waffe gezogen. Der ist wie ein Hamster weggesprungen die ganze Zeit. Da bin ich einfach ausgerannt, was? Weil das bei ihm keinen Sinn macht. Er sich wie einen Hamster rausgeweckt. Ja, ich nehme ihn zur Seite, ich ziehe meine Knarre. Das erste, was er macht, ist einfach mal wegspringen. Kommst du fahren einfach wieder frei? Wieder wegspringen. Was? Wie ein Hamster. Ja. Aber hast du ihn nicht abgeknallt? Ja, weil es nichts bringt. Wenn ich hinterher rennen würde und sagen würde, ey, du bleibst stehen, sonst schieße ich dich ab, dann würde er eh nicht mehr, weißt du, dann würde er eh nicht stehen bleiben, so. Ach, Clown. Ja, das wird nicht ein... Witzfigur, ey. Okay. Gut. Ja, was jetzt? Jetzt bin ich in der Zelle. Nun, die anderen sind schon schlafen gegangen. Ich glaube, ich mach das auch. Das machst du nicht. Das macht ihr alle nicht. Ihr geht nicht schlafen, bevor ich hier raus bin. Was? Ja. Aber guck mal, was sollen wir denn noch machen? Was sollen wir denn noch machen? Was sollen wir denn noch machen? Ja, irgendeinen anderen mitnehmen. Das ist vorbei, Stefano. Wir haben keine Waffen mehr. Das Einzige... war übrigens gerade Kent Whiskers. Den hätten wir auch mitnehmen können. Ja, wir hatten nur noch einen Billardkö. Außerdem war dann ein FIB-Agent. Den hätten wir mitnehmen können, wenn du nicht schon vorher diese Idee jetzt durchgezogen hättest von dir. Hättest du das mal vorher gesagt, du Arschloch. Das ging so schnell. Ich dachte, da kommt noch ein Anruf. Ja, sehr schön. Also geht jetzt schlafen alle. Ja. Gut, dann verpisst euch. Alles klar. Der Kopf Stefano jetzt raus, oder was? Ja, tut mir leid, dass es so scheiße gelaufen ist, wirklich. Das war dumm. Beim nächsten Mal machen wir einfach wieder eine spontane Sache draus. Ja, ist nicht einfach, alles gut. Okay. Hau rein. Na klar, bis dann. Es war doch alles Petros Idee, oder? Soll ich dich irgendwo hinfahren? Geht schon, Lenny. Hab eine gute Nacht. Gib mir mal deine Nummer. Jawohl. 374. Schreib mir eine SMS.
Ja, heute war Katastrophe. Also nicht Katastrophe, aber heute war zu viel Planung, zu wenig Ergebnisse. Lieber nur, ich schlafe einfach unter der Brücke. Oder so. Was ich aber noch machen will. Ich lock mich oben aus. Ja, aber das ist schon weird. Ich muss mir das nochmal angucken. Ich will mir das nochmal angucken, Junge. So! Wartet. Okay. Okay, wartet, die Kopf müssen jetzt überlegen. Oh, wartet. Nee, das ist er nicht. Nee, ich weiß, er ist Rentengang. Ach so, ja. Wurde wirklich bezahlt. Oh Gott. Nochmal, wenn ich fragen darf. Sehr lange, warum? So, mein Freund, du kommst jetzt mit. Du kommst jetzt mit. Scheiße. Scheiße. Oh mein Gott, warum leckt das? Schade. Lass ab, Frauen. Schnell, bis rein. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Alter, ey, what the fuck? Oh mein Gott. Genau, da leckt's noch. Was denn? Sie sind doch dieser Gast hier, ne? Ja, korrekt, warum? Sie sind doch, wie lange arbeiten Sie hier nochmal, wenn ich fragen darf? Sehr lange, warum? So, mein Freund, du kommst jetzt mit. Ey, das ist so lame. Scheiße. Ey, das ist so lame. Das ist abfrauen. Ich hätte ihn erschossen. Ich hätte ihm so die Birne weg. Da hätte ich auch keinen, da wäre ich einfach nur sauer gewesen. Dem hätte ich einfach nur die Birne weggeschossen, ne? Ich hätte ihm in den Kopf geschossen. Und ich hätte dann 10-mal reingeschossen. Hätte ich gesagt, so, du bist jetzt tot. Alter. Ey. Naja, gut. Soll jeder selber wissen.